Wo bist du? Ach, ich nehme jetzt einfach beide auf. Hast du eine Pizza oder was? Nein, nein! Ist das ein Fächer? Woho! Der hat ja gefächert. So, ich mache jetzt einfach mal. Kevin, Vorsicht. Ja, warte. Ja? Ich hab noch Eisen. Ich werde zwar gleich wieder welches brauchen, gleich wieder rumholen, wenn ich keins hab. Ja, dann gehen wir einfach mal auf Suche. Einfach nochmal eine schöne Mining-Tour ohne Query. Der Query ist eh zu langsam dafür. Ach Quatsch, der Query ist zu langsam. Wir müssen das Ganze pulverisieren. Durch den... Was war das? Ein Eisenblock. Ach so, ja gut. Dann mache ich jetzt einfach mal an. So, und jetzt muss ich gleich das Feuer ausmachen, wenn fertig ist. Das sieht so aus wie, Achtung. Wie vom alten Pokémon. Und gleich. Kasing. So, und schnell abbauen. Was und jetzt gucken, so? Dass es nicht wegbrennt hier alles. Aua. Wer ins Feuer rennt? Autsch. Wir hatten jetzt die Blöcke abgebaut. Ich hab dich ausgepustet. Du hast die Blöcke abgebaut. Die sind wahrscheinlich verbrannt. Die können nicht verbrennen. Wir hatten jetzt die Blöcke in seinem Inventar. Du hast die abgebaut? Du hast sie abgebaut. Ich hab die Blöcke nicht. Oh je, jetzt haben wir einfach mal zu viel Eisen verbrannt. Nee, irgendeiner muss sie haben. Komm, mindestens mal der Kevin. Ich hab sie nicht, wirklich nicht. Das gibt's ja nicht. Hast du das auch wirklich richtig gemacht? Ja sicher, das waren schon Dark Metal Ingot Blöcke. Ja, aber ich meine, als Item, die da so rumliegen, die können doch verbrennen. Die können nicht verbrennen. Ja doch, nicht. Also wenn sie stehen, dann verbrennen die nicht. Aber also als Item, wenn sie da so... So wie der Bogen jetzt. Sag mal, bin ich blind? Nee. Naja. So können die alle verbrennen. So verbrennt man Eisen, perfekt. Ja. Das finde ich jetzt aber echt seltsam. Ist das vielleicht am Server gesperrt? Sollte nicht. Weil da gibt's gewisse Einstellungen. Wenn, dann kann man das nämlich nicht herstellen. Das wäre jetzt echt wirklich Verschwendung gewesen. Ach ja. Wir haben's doch. Mann! Seid ihr gemein. So. Also weiß Bescheid. Ich habe diesen Wrath Igniter, damit kann man die Blöcke dann umbrennen. Ich musste das ja noch ein bisschen brennen. Weißt du, was ich meine? Was? Vielleicht musste das ja noch ein bisschen ziehen. Ja, das muss ja nur die Farbe ändern, das reicht. Ja, sicher. Nicht, dass es nachher heißt, ja, der hat eigentlich 4 Phasen und da müssen wir gucken, dass drumherum Wasser ist, dass das nicht alles abwackelt. Was zum Quatsch? Ach, so Quatsch. Und nachher, ja, wir müssen unbedingt eine Obsidianschicht um die Blöcke herumziehen, damit das nicht so schlimm wird. Wer sagt denn sowas? Ja, und Ahnung. Mein Java schmiert wieder ab. Ja, tschüss, Java. Tschüss. So, ja, dann, siehste, da haben wir... Ich tue jetzt einfach mal diesen Wrath Igniter hier rein in die Kiste. Ja, ich glaube, du brauchst auch einen Wrath Igniter für Netherland. Netherland? Neverland? Neverland. Ach, wir haben ja gar keine Werkzeugkiste, ja, dann brauche ich ja nirgendwo hier. Hier liegen immer noch die 3 Gunpowder drin. Also gut, ich tue jetzt mal das Werkzeug. Wir haben keine Werkzeugkiste. Machen wir mal eine Werkzeugkiste. Ja, du kannst die Bilder auch einfach abreißen und umbenennen. Ich guck mal gerade, was hier ist. Doch, Werkzeug. Das tue ich jetzt mal hier raus. Alle elektrischen Werkzeugsachen weg. Und die knall ich dann in die linke Kiste hier, weil da ist ja schon die Diamantensäge. Die ja, Wrench. So, und da ist jetzt auch der Breath Igniter. Und die ganzen Pinsel. Ist auch schön. Alles klar. Dürfen wir jetzt bloß nicht vergessen. Ja. So. Gibt's irgendwie eine besondere Workbench, um so Dinger zusammenzusetzen? Das weiß wahrscheinlich ja keiner, ne? Um was zusammenzusetzen? Ja, meine Cardbench, gibt's da vielleicht sowas? Meine Cardbench, nein.
Karts machst du normalerweise viel mit dem Carpenter oder mit der Rolling Machine. Ja, gut, das Problem ist, ich habe jetzt Bauteile für mein Cargo, für meinen Woodcutter Dingsbums Cargo, ne? Ach so, ja. So, jetzt brauchst du die Frage, wie ich das Ding jetzt zusammenklatsche. Weil, ja, eigentlich geht das alles auf dem Carpenter. Dem Carpenter? Eigentlich schon. Also ich habe eine extra Standardhülle mir bauen müssen, damit ich das da alles da reinklatschen kann. Kann ich das Ding aber nirgendwo positionieren? So, du sagst jetzt gerade Carpenter, ja? Carpenter. Ja, ich habe einen, du hast einen. Oder meinst du den Kart Assembler? Kart Assembler? Huch, den gibt's auch. Ich glaube, du meinst den, kann das? Da gibt's einen Kart Assembler? Nee, warte mal, der macht nur die Karts zusammen, wenn sie da sind. Aha. Der macht einen Zug draus. Nee, Kart Assembler. Ja, der macht einen Zug draus. Das sieht mir aus wie eine Workbench. Bau das Ding jetzt. Ja, die platzierst du, warte mal, sieht aus wie eine Workbench, aber normalerweise platzierst du die unter den Tracks und wenn da Karts kommen, dann setzt er die zusammen, der verlinkt die. So mein Wissensstand. Ja, ich guck mal hier, ja, gibt ja sonst nichts anderes. Was genau willst du denn bauen? Ach so, warte. Ja, das ist ein Kart, was durch Kohle und Solarenergie unendlich viele Bäume abhackt und auch wieder pflanzt. Kart. Das ist ein Holz, Flitsche-Dingen. Wir haben Chest-Kart, Furnace-Kart, TNT-Kart, Tank-Kart, Track-Relayer, Undercutter, Work-Kart. Ist das so eins? Nee. Gift-Card, Modular-Card, No Modules Loaded. So, dann baue ich das Teil jetzt. Dafür brauche ich natürlich hier die Dinger und die kosten ja auch kein Eisen. So, also ich verpiesel mich jetzt hier in die Richtung. Hatte ich jetzt alles oder was? Ich wollte doch bei dir die Leitungen teilweise ändern. Fällt mir gerade so ein. Keine Ahnung, was du machen wolltest. Ja, ich habe noch ein paar Redstone Energy Conduit Pipes. Ich guck jetzt nur gerade, wohin ich die baller. Damit das auch schön aussieht. Warum leckt das, ey? Das ist alles an hier. Card Assembler. Die sind noch nicht alle voll, sehe ich gerade. Aha! Es ist das Ding! Was? Carpenter oder wirklich der Assembler? Card Assembler, der kann die Cards zusammenbauen. Alter, du kriegst die Tür nicht zu. Ist das geil! Jetzt muss ich mal gucken hier. Du hast mit 3D-Animation. Wow. So, das heißt... Die also, Perspektive ist verzogen. So, das Ding möchte ich reinsetzen. So, dann brauche ich das Teil. Hervorragend. Solar Engine, Woodcutter. Coal Engine. Dann den Felicizer. Der müsste unter Achievements. Dann unter... das Ding unter Storage. Da-da-dam. Sidechests, ey, ist ja krank. So. Und das war's eigentlich. Jetzt will ich das Ding eigentlich bauen. Plopp. Wo ist das Teil? Warte, hab ich das? Nee. Wo ist das denn? Ich hab's auch. Ja. Wo ist es hin? Wer wird das jetzt gerade gebaut? Jetzt standen wir alle drum rum. Ich sehe nix. Ja, vielleicht ist hier das Display, die GUI, die sieht so tierisch breit aus, kann das sein? Ja, das ist ganz normal, glaube ich. Die ist zu breit, also ich sehe links und rechts nicht das Ende.
Ja, dann musst du auch gucken, dass du deine Ansicht da fertig kriegst. Ja, auf was denn? Ich spiele ja auf Full HD. Ah, ich brauch Strom! Strom! Das Ding ist jetzt in der Produktion, ne? Aber Aha. Der braucht Full, also Öl. Öl? Öl, wo krieg ich Öl her? Öl, Eimer. Und dann haben wir da irgendwas rein. Ja, kein Plan. Cool, so, jetzt muss ich erstmal gucken, was der braucht. Dann und ich guck erstmal, dass ich ins Bett komme. Eimerchen da hinten schon. Kuchen. Oh, eigenes Bettchen, wie schön. So, mal gucken. Jetzt hoffe ich, dass ich. Kann vielleicht sein, dass ich dein Kerosinöl brauche, ne? Mal gucken. Ach ja, ist ja genug. So, das Teil ist nämlich jetzt in die Produktion gegangen. Das Ding braucht ca. 15 Minuten. Ja, also Öl ist genügend da, wenn du das brauchst. Das kann ich nicht mit Öl machen. Also braucht er nicht das Creosote-Öl? Das braucht er nicht. Full. Also F-U-E-L braucht er. Ja, das ist Fuel, dann braucht er unten aus. Ich hole noch was. Ja, ich bin gerade schon dabei. So. Benzin? Das ist Fuel, ja. Ich nehme mir mal zack einen Eimer raus. Ich habe jetzt auch mal. Ich habe auch zwei dabei. Na toll, ich habe jetzt meinen Portable Tank nicht hier. Ich honk. So, wo klatsche ich den rein? Der will das nicht. Oder braucht der jetzt Öl? Oh. Und wenn ja, was für ein Öl? Oder braucht der flüssigen Zufuhr von dem Teil? Ich hoffe nicht. So, jetzt habe ich ein Ölfass dabei, Öleimer. Jetzt habe ich von Fuel. Allen Eimer mit, weißt du? Oh, jetzt kann ich das Gewiss hier nicht reintun, weil der voll ist, ne? Der wird voll sein, ja. Ja, toll, kann er. Ich tue das einfach jetzt in die Engine. Alter. Ich das da wenigstens. Kohle. Auch der Kohle. Also tut mir leid, aber hier für das Benzin brauchen wir jetzt einen Iron Tank. Hat? Nein, um Gottes Willen, ich weiß, ist gut. Lass das doch erstmal da drin, ey. Kohle. Ja, was mache ich jetzt mit dem Eimer? Normale Kohle, das sollte eigentlich funktionieren. Wo geht's denn hier hin? Wah! Hey! Kohle will der! Wo ist meine Kohle? Aha. Kohle, so, bam! Ey, warte mal! Nimm mal schnell raus! Ist zu spät. Ne, der nimmt nur Kohle, wahrscheinlich kein Koks. Ja, Koks nimmt er auch nicht. Ist ja krass. Da wird grad was gebaut. Noch 15 Minuten. Da ploppt das wahrscheinlich raus oder so. Wow, ja, dann lassen wir basteln. So, jetzt habe ich einen Eimer Fuel. Toll. Ja, komm, gib her, bevor du noch weiter rumweinst. Dann habe ich keinen Eimer mehr. Ja, komm hier, Chrisse. Da. Yay. Hast dein Pfand zurück. So, mein fucking Eimer habe ich zurück. Also, ab nach Hause. Jetzt haben wir doch alles. Ich falle immer in diese dämliche Lücke hier rein. Was ist das überhaupt? Das ist eine Eierfabrik hier. Ja. Boah. Da guckst du, wa? Ja, da schwimmen die Hühnchen, du. Ja, bloß, dass das keiner hier aufhebt. Das sind ja keine hungrigen Chests, ne?